Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Ein herzliches Willkommen hier in der St. Annenkirche zu Annaberg Buchholz. Am Sonntag Judica, dem fünften Fastensonntag, feiern wir miteinander ökumenischen Gottesdienst. Ich begrüße Sie herzlich. Und ich tue dies auch im Namen von Pfarrer Andreas Schumann von der katholischen Pfarrei Heiligkreuz. An der Orgel begleitet uns Kirchenmusikdirektor Matthias Süß. Und als Sängerin und Lektorin gestaltet Anna Bineta Djouf diesen Gottesdienst mit. Schön, dass Sie zu Hause das Stadtfernsehen eingeschalten haben und eventuell auch diesen Gottesdienst über YouTube mitverfolgen. So sind wir in der aktuellen Situation beieinander und wissen uns von unserem Herrn und Gott miteinander getragen. Ein ganz besonderer Gruß geht auch heute wieder an alle Kranken. Wir wünschen von Herzen eine schnelle Genesung, inneren Frieden und starke Zuversicht. Und nun lasst uns gemeinsam singen. Wir wollen einstimmen in das Lied Morgenlicht leuchtet. Sie finden es im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 455 beziehungsweise im katholischen Gesangbuch Gotteslob unter der Nummer 702.
Jesus Christus, erbarme dich unser. Jesus gelitten unter Pontius Pilatus. Jesus gekreuzigt zwischen Verbrechern. Jesus gestorben unter Spott und Verachtung. Erbarme dich unser. Jesus begraben wie alle Toten. Jesus auferstanden am dritten Tag. Jesus erhöht zur Rechten Gottes. Erbarme dich unser. Wir singen das Lied Holz auf Jesu Schulter im evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 97 und im Gotteslob unter der Nummer 291, die Strophen 1, 2 und 6. Lasset uns beten. Barmherziger Gott, du kennst und nimmst uns ernst mit allem, was wir heute aus unserem Lebensalltag mit in diesen Gottesdienst bringen. Du stützt uns, wenn wir schwach und hoffnungslos sind, und schenkst uns neuen Lebensmut. Du schenkst uns Vertrauen, ja, dass wir gut und liebevoll handeln können. Stärke unseren Glauben und unser Vertrauen in dich, gerade in jenen Momenten, in denen wir uns verlassen und hoffnungslos fühlen. Ja, darum bitten wir durch Jesus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn. Amen. Das Evangelium des heutigen Sonntags nach der evangelischen Leseordnung steht beim Evangelisten Markus im 10. Kapitel. Da traten Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, zu ihm und sagten: Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Er antwortete: Was soll ich für euch tun? Sie sagten zu ihm: Lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links neben dir sitzen. Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es. Da sagte Jesus zu ihnen:
Ihr werdet den Kelch trinken, den ich trinke, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werde. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die es bestimmt ist. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein, und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Schwestern und Brüder, ganz sicher wissen Sie längst, warum die Autobusse in Ostfriesland alle Überbreite haben. Na klar, ganz logisch, weil alle immer nur vorn sitzen wollen. Nun, die meisten Menschen wollen einen guten Platz, nicht nur im Bus, sondern auch im Leben. Jeder und jede hätte gerne einen Fensterplatz im Leben. Einen komfortablen, bequemen Sitzplatz in der ersten Klasse des Lebens, auf dem man gut versorgt und weich gepolstert und natürlich vor allem besser als andere durchs Leben kommt. Naja, und manche wollen sogar einen Fensterplatz im Himmel. Die beiden Jünger Jakobus und Johannes zum Beispiel, die haben diesen Ehrgeiz. Und sie treten unverblümt mit diesem Wunsch an Jesus heran. Lass in deiner Herrlichkeit einen von uns rechts und den anderen links von dir sitzen. Ehrlich gesagt, ich bewundere ihren Mut und ihren Ehrgeiz. Die beiden Jünger wissen, worauf es ankommt. Sie wissen, dass das Leben hier auf dieser Erde vergänglich ist und dass wir alle auf den Himmel hoffen dürfen. Und dass es den Zugang zum Himmel gibt und der etwas mit Jesus Christus zu tun hat. Dies alles haben Johannes und Jakobus klar erkannt und sie wollen mit der Hilfe des Herrn unbedingt hinein in diesen Himmel. Und das beeindruckt mich. Und dennoch ist ihr Anliegen ziemlich vermessen. Nein, es ist eigentlich total unverschämt. Herr, gib uns einen Fensterplatz im Himmel. Lass dort einen von uns rechts und einen von uns links neben dir sitzen. Die beiden Jünger wollen ihre privilegierte Stellung als Mitglied des Apostelkreises ausnutzen, um himmlische Karriere zu machen. Durch Vitamin B sozusagen wollen sie einen gigantischen Aufstieg erreichen. Nach Jesus, unmittelbar nach dem Herrn, wollen sie die Nummer 2 und die Nummer 3 im Himmel sein und dahin aufsteigen. Nun, als die anderen 10 Jünger das hören, sind sie zu Recht empört. Und auch Jesus zeigt ihnen sofort, dass bei Gott andere Maßstäbe gelten. Und zwar andere Maßstäbe, als wir sie hier auf Erden kennen. Ja, man muss sogar sagen, die Maßstäbe für eine himmlische Karriere, sie sind geradezu umgekehrt als die, die wir gewohnt sind. Nicht die Großen, die Starken, die Aggressiven, die Mächtigen werden sich durchsetzen. Das mag sonst in dieser Welt so üblich sein, aber bei euch
soll es nicht so sein, sagt Jesus. Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Und er verweist damit natürlich auch auf sich selbst, auf sein eigenes Beispiel. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Liebe Gemeinde, das ist schon stark. Das ist stark, was Jesus hier sagt und ausdrückt. Es ist nicht weniger als die Umkehrung aller Werte, die sonst so gelten, wenn man vorankommen will im Leben. Bei euch soll es so nicht sein. Ich denke, dieser Satz hat die Jünger damals tief getroffen. Und er reicht bis hinüber zu uns und bewegt auch uns. Er ist ein Stachel für die Menschen aller Zeiten, so auch für uns. Und es stellt sich natürlich sofort die Frage, wie sieht denn ein Leben aus nach diesen Maßstäben, nach diesen Werten? Und ich möchte es versuchen, an einem Beispiel zu verdeutlichen. Stellen wir uns vor, zwei Männer mittleren Alters sind im Warteraum eines Arztes und warten beide auf das Ergebnis eines Befundes. Es kann so oder so sein. Da schlägt das Herz natürlich stark. Und einer von beiden, er tigert durch das Wartezimmer von einer Ecke zur anderen und ist voller Aufregung. Der andere hingegen scheint recht ruhig zu sein. Er sitzt und scheint noch einigermaßen gelassen zu sein. Da geht der Erste, der so aufgeregt ist, zu ihm hin und sagt: Gratulation, ich kann dir nur gratulieren, dass du so gelassen sein kannst in dieser Situation, wo wir jetzt den Befund erfahren, beide. Wie machst du das nur? Wo kommt die Kraft dafür her? Nun, sagt der Zweite, vielleicht scheint es nach außen auch ruhiger zu sein, als es in mir drin ist, aber ich bete jeden Tag das Vaterunser. Und im Vaterunser heißt es ja: Gott, dein Wille geschehe. Und das versuche ich anzunehmen, das versuche ich zu glauben, daran versuche ich mich festzuhalten. Und weil ich weiß, dass es Gott gut mit mir meint, kann ich gelassen sein. Liebe Gemeinde, dein Wille geschehe. Man könnte sagen, und viele sagen es, es ist die schwerste Bitte des Vaterunsers. Leicht gesagt, schwer getan. Aber wenn wir sie aufrichtig beten und wirklich meinen, dann wird unser Leben dadurch gelassener und reicher werden. Weil wir wissen, dass Gott bei uns ist, dass er unser Schicksal bestimmt. Man könnte sagen, weil wir wissen, dass Gott uns dient, lernen auch wir den Segen und die Würde der Hingabe und des Dienens. Und wir sehen die Gefahren des Herrschens, der Macht, des Aufstiegs um jeden Preis, ohne nach Gottes Willen zu fragen. Wir sind durch den Herrn gewarnt, dass wir zwar die ganze Welt gewinnen, aber dabei Schaden an unserer Seele nehmen können, wenn es nicht dem Willen Gottes entspricht. Und deshalb können wir uns freuen, liebe Gemeinde, an dem, was Gott uns schenkt. Auch wenn es weniger ist, als wir gedacht haben. Wir lassen es auch einmal gut sein, wenn wir manchmal ungerecht uns behandelt fühlen. Denn wir wissen, wir sind in Gottes Hand. Jesus Christus hat uns gedient, ist für uns ganz nach unten gestiegen. Und deshalb können auch wir es ertragen, wenn wir mal nicht obenauf sind. So soll es unter euch nicht sein. Wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein.
Es ist ein ganz hohes Gut, etwas ganz Starkes, ein starker Wert, den uns Jesus mit auf den Weg gibt. Und wir sollen ihn mit aller Kraft bewahren und pflegen und fördern. Und gerade jetzt, in dieser krisenhaften Situation, in der wir überdeutlich merken, dass wir alle aufeinander angewiesen sind, gerade die jetzige Corona-Krise, sie zeigt es doch. Nicht die Betonung der Unterschiede, des Oben und des Unten, nicht die Selbstherrlichkeit, dass ich mehr bin und größer bin als der andere, ist das, was unsere Gesellschaft gesund macht. Sondern es ist die Bereitschaft, füreinander da zu sein, weil Gott für uns da ist. Liebe Gemeinde, so wie ihr die Verhältnisse in der Welt vorfindet, so soll es bei euch nicht sein. Aber indem ihr diese Werte, die Jesus hier uns vermittelt, im Kleinen anfangt zu leben, wird sich auch die Welt verändern. Amen. In der katholischen Kirche in Deutschland ist an diesem Sonntag die Kollekte für die Unterstützung der Christen im Nahen Osten, die sogenannte Miserior-Kollekte. Die Initiatoren und Vermittler der Spenden haben sich mit folgender Botschaft in dieser außergewöhnlichen Situation an die katholischen Christen gewendet. Bitte unterstützen Sie die Fastenaktion gerade jetzt. Die aktuelle Situation hat uns mitten in der Fastenaktion empfindlich getroffen. Ob Fastenessen, Soliläufe oder die beliebten Besuche unserer Fastenaktionsgäste in ihrer Gemeinde oder Schule vor Ort, zahlreiche Veranstaltungen in der Fastenzeit mussten kurzfristig abgesagt werden. Dies ist für alle, die Zeit und Herzblut in die Fastenaktion investiert haben, keine einfache Zeit. Auch für uns ist es eine schwierige Situation,
da Miserior dadurch auch ein beträchtlicher Teil der Spenden in dieser so wichtigen Sammelzeit entgeht. Aus diesem Grund rufen wir Sie auf, unsere Arbeit gerade jetzt, diese Arbeit besonders zu unterstützen. Lassen Sie uns in dieser Zeit der Sorge die Menschen in Syrien und im Libanon nicht vergessen. Sie haben alles verloren, was ein Leben in Sicherheit und Würde ausmacht. Ihnen möchte Miserior weiterhin beistehen mit Ihrer Hilfe. Sie können gerne die Spende im Pfarrbüro bei uns in der katholischen Kirche abgeben oder überweisen, oder Sie können es auch direkt an Miserior schicken. Die Kontonummern sind im Internet ersichtlich. Wir wollen jetzt in Fürbitte an die Menschen in Syrien und in Libanon denken. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ja, dies sagt Jesus über sich und seinen Auftrag. Ja, das gibt uns Mut, ihn um Auferstehung zum Leben zu bitten, für die Menschen in Syrien, im Libanon, hier bei uns und weltweit. Anne Ziegler, Mitarbeiterin beim Flüchtlingsdienst der Jesuiten für Syrien, sagt: Meine Motivation ist das Leben. So lasst uns beten für alle, die sich einsetzen für Frieden, Gerechtigkeit und ein gutes Leben aller Menschen. Und für die, die mit dem Leben anderer spielen oder es zerstören. Gib Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Rascha aus Syrien, Mutter von 4 Kindern, sagt: Frieden ist für mich, wenn Menschen Hand in Hand miteinander leben. So lasst uns beten für alle, die immer wieder neue Wege zu anderen suchen. Und für die, die ein Interesse daran haben, Menschen zu entzweien. Gib Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Serop Ohanian, Leiter eines Sozialzentrums in Beirut, sagt: Wir schaffen eine sichere Umgebung, sodass die Frauen Vertrauen finden können. So lasst uns beten für alle, die Räume schaffen, in denen sich Menschen in Offenheit und Vertrauen begegnen können. Und für die, die Orte von Angst und Terror zu verantworten haben. Gib Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Schwester Antoinette Assaf, Mitarbeiterin in einem Sozialzentrum in Beirut, sagt: Wir bringen heute die Saat aus für die Ernte der Zukunft. So lasst uns beten für alle, die an ein Morgen glauben, für die Menschheit und die Schöpfung und für die, die in Resignation und Frust gefangen sind. Gib Frieden. Wir bitten dich, erhöre uns. Gütiger Gott, du Gott des Friedens, du ermutigst uns, weil du uns Hoffnung schenkst, die wir weitergeben können. Ja, dafür danken wir dir und loben dich heute und in Ewigkeit. Amen. So lasst uns miteinander beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir den Segen des dreieinigen Gottes empfangen und damit gestärkt in die nächsten Tage gehen,
möchte ich Ihnen noch Folgendes mitteilen. Auch auf evangelischer Seite bitten wir um eine Kollekte. Wir erbitten Sie heute für die evangelische Erwachsenen- und Familienarbeit Mittelerzgebirge. Mit diesem Arbeitsbereich unterstützen wir die Arbeit mit Familien hier in unserer Region. Neben zahlreichen anderen Veranstaltungen werden viele Familienrüstzeiten angeboten. Da die Arbeit sich zu einem Großteil selbst finanzieren muss, erbitten wir diese Kollekte und wir würden uns freuen, wenn Sie dieses Anliegen finanziell unterstützen würden. Weitere Informationen und die Kontoverbindung finden Sie auf der Webseite des Kirchenbezirkes Annaberg, www.kirche-erzgebirge.de. Unsere St. Annenkirche ist täglich von 11 bis 14 Uhr zum Gebet und zur stillen Andacht geöffnet. Der Gottesdienst, den Sie jetzt gerade schauen, wird bis zum kommenden Sonntag täglich um 11 Uhr und um 16 Uhr im ABTV wiederholt. Über YouTube kann er jederzeit angeschaut werden. Am nächsten Sonntag, dem Palmsonntag, laden wir Sie wieder um 11 Uhr ganz herzlich zu einem Fernsehgottesdienst über das Stadtfernsehen ABTV ein. Bleiben Sie alle behütet. Und nun lasst uns singen: Gott ist gegenwärtig. Im evangelischen Gesangbuch ist das die Nummer 165 und im Gotteslob die Nummer 387. Wir singen die Strophen 1 und 8. Thank you.
So wollen wir um den Segen bitten. Er, Gott, segne unser Dunkel, das wir nicht verstehen, und lass dich schauen sein Licht. Er, Gott, segne deine Schwäche und lass dich erfahren seine Kraft. Er, Gott, segne deine Fragen und öffne dir Ohren und Herz, dass du seine Antwort verstehst zu seiner Zeit. Er, Gott, segne deine Hoffnung und lasse dich vertrauen, dass größer als deine Wünsche seine Liebe ist. Dazu segne uns alle, besondererweise auch unsere Kranken, der gnädige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.